Die Nordsee. Ein Meer von rauer Schönheit. Fluten und Stürme, wilde Natur. Die Menschen an der Küste haben gegen die Naturgewalten gekämpft. Die Geschichte der Nordsee. Das sind 8000 Jahre Leben an der See und Leben von der See. Im Watt, auf dem Meeresgrund und an den Küsten Norddeutschlands sind die Spuren bis heute zu entdecken. Vor Urzeiten haben die Menschen an der Nordsee begonnen, sich gegen die Macht des Meeres zu schützen und zu verteidigen. Sie haben herausgefunden, wie man Häuser baut, die den Stürmen standhalten. Und sie machen sich die Möglichkeiten zunutze, die die See ihnen bietet, mit großem Erfindungsreichtum. Das Meer hat die Menschen schon immer angezogen. Denn trotz aller Gefahren, die Nordsee bietet auch Nahrung im Überfluss. Wer hier Fuß fasst, der kann ein gutes Leben haben. Von Anfang an ist die Nordsee der Lebensmittelpunkt der Menschen geworden, die ihre Küsten besiedeln. Die Nordsee ist, im Vergleich zu anderen Ozeanen, ein junges Meer. Am Ende der letzten Eiszeit lag der Meeresspiegel rund 65 Meter tiefer als heute. Und die Küste lag weit im Norden. Wo heute die Wellen tosen, lag damals trockenes Land. Denn ungeheure Wassermassen waren in dem mächtigen Eispanzer gebunden, der den Norden bedeckte. England hätte man damals trockenen Fußes erreichen können. Erst vor 8300 Jahren durchbricht das Wasser den Ärmelkanal und die Nordsee entsteht. Seitdem steigt der Meeresspiegel an. Doch schon in der Altsteinzeit leben Menschen an der Küste, noch bevor die Nordsee ihre heutige Form angenommen hat. Der Zahn eines Mammuts, gefunden auf dem Meeresgrund, und der Kieferknochen eines Wollnashorns. Stumme Zeugen der Zeit, als die heutige Nordsee noch bewohnbares Land war. Auch unsere ältesten Vorfahren haben ihre Spuren hinterlassen. Faustkeile, urtümliche Werkzeuge beweisen, dass auch Menschen schon vor 100.000 Jahren hier lebten. Man findet sehr alte Sachen, so wie Faustkeile, aber auch Sachen, die gehört haben zum Jäger-Sammler-Zeit, also Leute wie Sie und ich. Und da gibt es allerhand Spitze und Geschossköpfe, aber auch Sachen zum Graben und Hacken und Beilen. Also viele Sachen, die Leute gebraucht haben, um zu überleben von Jagd und die Sammelwirtschaft. Hacken und Beile aus Knochen, Keulen aus Geröll. Eindeutig Werkzeuge, von Menschenhand hergestellt. Sie sind rund 10.000 Jahre alt, gefunden 80 Kilometer vor der heutigen Küste der Niederlande. Doch was können die Experten aus den verstreuten Funden erschließen? Wie lebten die ersten Menschen an der Küste? Wir wissen, dass bei den Wildbeutern, bei den Jägersammlern, dass sie in verschiedenen Arten von Strukturen gelebt haben. Also das hat es Zelte gegeben, aber auch kleine Hütte und so, aber keine richtigen Häuser oder große Gebäude, die nicht, nein. Ohne feste Häuser, bei Wind und Wetter. Unsere Ahnen zogen als Nomaden umher, ein hartes Leben. Doch dann, vor rund 6000 Jahren, beginnt eine revolutionäre Entwicklung an der Küste. Die Menschen werden sesshaft. Sie errichten die ersten Häuser, leben als Bauern und Fischer. Und sie bauen die ersten Boote. Sie fangen sogar an, die Inseln in der Nordsee zu besiedeln. Ihre Häuser sind zwar nicht erhalten, aber Häuser für ihre Toten. Großsteingräber oder Megalithgräber. So belegt der Denghoek auf Sylt, dass die Inseln schon seit 5000 Jahren besiedelt sind. Ein Bauwerk fürs Jenseits, tonnenschwere Findlinge aufgetürmt für die Ewigkeit. Die Zivilisation steckt noch in ihren Anfängen, doch die Menschen errichten schon Denkmäler, die Jahrtausende überdauern. Im Denghoek wurden Grabbeigaben gefunden. Kunstvoll hergestellte Keramik in Form der Glockenbecher, die typisch sind für jene Kultur. Die Vorratsbehälter der ersten sesshaften Insulaner.
dazu Klingen und anderes Werkzeug. Die ersten Inselbewohner waren offenbar geschickte Leute, die mehr im Sinn hatten als nur das pure Überleben. Die Funde aus den Gräbern von Sylt und anderen Nordseeorten liefern wertvolle Informationen über die Anfänge des Lebens an der Küste. Eine einzigartige Spur aus jener Zeit führt sogar bis nach Helgoland. Die rote Felseninsel, weit draußen in der Nordsee, war schon in der Jungsteinzeit bewohnt. Wissenschaftler haben das vor wenigen Jahren bewiesen, mit kriminalistischem Spürsinn. Die Geschichte beginnt auf der Düne, der Nebeninsel von Helgoland. Die Kegel, Robben und Seehunde sind die Attraktion der Düne, doch es gibt hier noch mehr zu finden. Inger Ludwig sucht etwas, das es nur hier gibt. Flint- oder Feuersteine, und zwar ganz bestimmte. Von außen ist kaum zu erkennen, welches Stück zu den Raritäten gehört, die sie sucht. Etwas abseits vom Strand, denn an den Splittern könnten sich Badegäste verletzen, macht sie den Test mit dem Hammer. Gleich beim ersten Stein hat sie Glück. Es ist der seltene rote Feuerstein. Rot ist schon an sich eine sehr magische Farbe und man selber spürt es auch selber. Ich arbeite seit 10 Jahren mit diesen Steinen zusammen und ich bin zufrieden, glücklich und alles ist okay und Gesundheit gut. Und ich habe auch viele Heilpraktiker, die zu mir kommen und die Steine bei mir erstehen, um damit zu besprechen oder zu beschwören. Roter Feuerstein. Es gibt ihn nirgendwo sonst auf der Welt, außer auf Helgoland. Schon vor 5000 Jahren war er ein begehrtes Material. Schmuckwaffen aus dem roten Flint waren ein Statussymbol. Sie sind der Schlüsselbeweis, dass sich schon damals Menschen nach Helgoland gewagt haben. Das ist ja eines der absolut faszinierenden Kapitel in der Geschichte der Nordsee, dass vor 4.500 bis 5.000 Jahren Menschen offensichtlich von Nordholland, von Niedersachsen, vielleicht auch von Eiderstedt, Dithmarschen aus, also der Westküste Schleswig-Holsteins, diesen langen Weg und gefährlichen Weg über die Nordsee in Richtung Westen oder Nordwesten nach Helgoland gewagt haben, um diesen besonderen Feuerstein zu finden und aufzunehmen, wieder zurückzubringen in ihre Herkunftsregionen, Nordholland, Niedersachsen, Westküste Schleswig-Holsteins, und von dort aus dann diesen besonders schönen und diese besonders wertvolle Ware offensichtlich dann weiter verbreitet haben. Ob der rote Feuerstein von Helgoland nun magische Qualitäten hat oder nicht. Jedenfalls ist er ein Beleg dafür, dass die Nordseeanrainer der Jungsteinzeit keine Wilden waren. Prestigegüter werden über weite Strecken gehandelt, aus Zentraleuropa bis weit in den Norden. Also die Menschen der Steinzeit haben sicherlich nicht nur gelangweilt um ihre Lagerfeuer herumgesessen, sondern haben immer gewusst, was ihre Nachbarn taten und waren auch hier im Norden in die großen Kontaktnetze und Netzwerke Mittel- und Südeuropas eingebunden. Also für mich sind die Menschen der Steinzeit mobil, klug und flexibel. Schon für die Menschen der Steinzeit war die Nordsee ein Tor zur Welt. Doch die ersten Seefahrer lebten gefährlich. Wie viele von ihnen dabei ihr Leben ließen, ist unbekannt. Das Mündungsgebiet der Weser, so viel haben neue Forschungen ergeben, war schon um 1000 vor Christus besiedelt, in der Bronzezeit. Das Überleben war mühsam, doch die Menschen waren einfallsreich. Bis zum Niedersachsenhaus unserer Tage ist es noch ein weiter Weg. Doch die Grundform der Häuser ist in der Wesermarsch der Bronzezeit schon zu erkennen. Neues Wissen über die Metallverarbeitung erreichte damals die Nordsee. Man hatte entdeckt, wie man Kupfer herstellt und herausgefunden, zusammen mit etwas Zinn wird das Metall viel härter. Es entsteht Bronze. Wie das damals funktionierte, wissen die Fachleute heute ziemlich genau. Man braucht eine Gussform aus Lehm und ein heißes Holzkohlefeuer. Dann lässt sich Kupfer und Zinn in einem kleinen Tiegel schmelzen. Ja, es geht los.
Der Rest sieht aus wie ein Kinderspiel. Und doch steckt in der Herstellung von Bronzewerkzeugen bereits die Erfahrung von Generationen. Von da aus führt eine gerade Linie bis zur modernen Metallverarbeitung. Wenn die Gussform abgekühlt ist, kann der Lehm abgeschlagen werden und das fertige Werkstück kommt zum Vorschein. Es ist eine Axt aus Bronze, originalgetreu nach einem rund 3000 Jahre alten Vorbild. Und wenn wir später die Axt noch benutzen wollen, schäften wir sie mit Rohrhaut und Birkenteer geklebt hier in einem Stück Holz, um damit auch wirklich dann arbeiten zu können. Das Leben der Menschen ändert sich wenig. Schriftliche Berichte gibt es erst 1000 Jahre später. Ein ganz neues Zeitalter beginnt. Das römische Weltreich. Im Jahr 12 vor Christus stoßen erstmals Römer zur Nordsee vor. Drusus, der Statthalter in Gallien, will die Germanen unterwerfen. Mit seiner Flotte fährt er über die Nordsee in die Weser und die Elbe. Auch in Bentumersiel an der Ems haben die Römer Spuren hinterlassen. Wir stehen hier auf den Resten einer germanischen Siedlung, die sich im Boden unter uns befindet, die hier einige Jahrhunderte gelegen hat. Sie ist in der Zeit vor Christi Geburt gegründet worden und hat bis in die Jahrhunderte nach Christi Geburt hinein gedauert. Und das Besondere, und deswegen graben wir hier auch, das sind die römischen Funde, die hier gemacht worden sind. Das heißt, es hat hier in den Jahren, das wissen wir mittlerweile auch ganz genau, 15, 16 nach, einen Kontakt zwischen der römischen Armee und den chaukischen Germanen gegeben, die hier gelebt haben. Irgendwo an der Ems, die am Ausgrabungsgelände vorbeifließt, liegen vielleicht noch die Reste römischer Schiffe. Sicher ist, dass die Söldner aus Rom immer wieder versuchten, die Germanen des Nordens zu unterwerfen. Letztlich ohne Erfolg. Doch neue Forschungen lassen Zweifel aufkommen, dass die Vertreter fremder Kulturen sich immer nur kriegerisch gegenüberstanden. Die Chauken, die damals an der Nordseeküste lebten, waren zwar Germanen, aber deswegen noch nicht gleich Feinde der Römer. Damals ist es sicherlich sehr friedfertig gewesen. Die Chauken, die hier gewohnt haben, waren zu der Zeit Verbündete der Römer. Sie haben auch als Hilfstruppe damals im römischen Heer mitgedient. Hier wird es eher eine andere Funktion mit der Siedlung gehabt haben. Nicht, dass eine Siedlung erobert werden sollte, sondern dass hier eine Siedlung gewesen ist, die vielleicht zur Versorgung des römischen Heeres mit beitragen konnte. Die Nordseegermanen haben also die vermeintlich feindlichen römischen Soldaten versorgt. Wer weiß, welche Überraschungen die Funde aus Bentumersiel noch bereithalten. Römer wie der Schriftsteller Plinius fanden die Lebensverhältnisse an der Nordsee wenig einladend. Ein armseliges Volk wohnt dort auf hohen Hügeln oder aufgeworfenen Erdhaufen. Die sind höher als die höchste bekannte Flut. Wenn das Wasser die Gegend bedeckt, sehen die Leute in ihren Häusern auf den Hügeln aus wie Seefahrer. Und wenn es wieder abläuft, sieht es so aus, als ob sie Schiffbruch erlitten hätten. Doch am schlimmsten fand Plinius, dass es hier keinen Wein gab. Regenwasser, das sie in Gruben vor ihren Häusern sammeln, ist ihr einziges Getränk. Tatsächlich ist der Feting, so heißt die Grube, in der man das Regenwasser sammelt, lange Zeit die einzige Süßwasserquelle auf den Warften. Wie die Menschen an der Küste vor 2000 Jahren lebten, ist heute recht genau bekannt. Es war ein hartes Leben und die Bedingungen sind über Jahrhunderte weitgehend gleich geblieben. Nur die Technik im Kampf mit den Naturgewalten hat sich langsam weiterentwickelt. Plinius schrieb: Aus Schilfgras und Binsen flechten sie Fäden, um Netze für die Fischerei daraus zu machen. Schilf und Binsen eignen sich zwar nicht für die Herstellung von Fischernetzen, sondern Seegras, Brennnesseln und Bast. Aber immerhin war der Römer Plinius schon nah an der Wahrheit. Den Brennstoff der Nordseegermanen fand er besonders eigenartig. Und indem sie den mit den Händen ergriffenen Schlamm trocknen, mehr im Wind als in der Sonne,
erwärmen sie ihre Speise und die vom kalten Nordwind erstarrten Glieder. Natürlich ist es nicht Schlamm, sondern Torf. Für den Römer Plinius fremd und unbekannt. Torf gab es in den Moogen im Hinterland der Küste überall. In getrockneter Form kann man ihn verfeuern wie Briketts. Gängige Praxis bis ins 20. Jahrhundert hinein. Und ebenso lange wurde in den Marschen Torf abgebaut. Beim Torfstechen kam es vor, dass das Moor ein grausiges Geheimnis preisgab. In Husbeke bei Oldenburg wurde vor über 70 Jahren ein grausiger Fund gemacht. Die mumifizierte Leiche eines Mannes. Kürzlich ist die Moorleiche mit neuesten naturwissenschaftlichen Methoden untersucht worden. Dabei kamen erstaunliche Details heraus. Wir wissen, dass er in etwa um 100 bis 250 nach Christus gelebt hat. Das ist also die neuen C14-Daten, die wir haben. Wir wissen, dass er vor dem Tod einen Apfel gegessen hat. Wir wissen auch von einem anderen Moorleichen, dass Fischkreten in dem Bauch gefunden worden sind, so dass man sagt, also die haben natürlich auch die natürlichen Ressourcen vor Ort auch verwendet. Der Mann von Husbeke war eben ein echter Küstenbewohner. Die Oldenburger Wissenschaftler haben mit moderner Röntgen- und Computertechnik rekonstruiert, wie der Mann ausgesehen hat, als noch die römischen Kaiser herrschten. Wir wissen, dass er nach der Rekonstruktion nicht so aussieht wie ein norddeutscher Germane in Anführungsstriche. Er hatte also eigentlich Züge einen südländischen Typ. Das ist natürlich eine Frage, die wir immer natürlich auch stellen. Wie kommen solche Leute in eine bestimmte Zeit, wo häufig Kontakt zwischen Süden und Norden gab? Die Römer haben in Süddeutschland gelebt und in Norddeutschland waren die Germanen. Und da hat man natürlich auch nicht leicht die Ähnlichkeit. Und deshalb vermuten wir, dass er so, wie es jetzt aussieht, wie es rekonstruiert worden ist, dass er eventuell aus dem Süden herstammt. Ein Römer im Norden. Es gab zwischen den Römern und den Nordseegermanen offenbar nicht nur Krieg, sondern auch Vermischung. Denn die germanischen Völkerschaften, die an der Nordseeküste lebten, waren großenteils friedliche Menschen. Wenn ihr Vieh genug Milch gab, wenn sie genug zu essen hatten und wenn ihnen niemand ihre Freiheit streitig machte, waren sie zufrieden. Sie leben von den Erträgen der Marsch, kleiden sich in Stoffe aus Flachs und aus der Wolle ihrer Schafe. Handwerklich geschickte Männer und Frauen. Ein Leben im Vertrauen auf den Schutz der Götter. An der Küste zwischen Weser und Elbe sind die Altertumsforscher auf neue Spuren gestoßen, die mit den Göttern der Sachsen, die hier lebten, zu tun haben könnten. Am Rand der Geest finden sich nahe beieinander mehrere Anlagen, die den Wissenschaftlern Rätsel aufgeben. Möglicherweise handelt es sich dabei um eine Herrscherburg und einen Hafen, denn die See reichte damals bis an die Ausgrabungsfläche heran. Die ungewöhnlichen Befunde beflügeln die Fantasie. War hier neben dem Hafen eine Art Großhandel für Waffen und Gerätebedarf ansässig? Haben die Sachsen bei der Gelegenheit auch gleich ihren Göttern gehuldigt? Ein zentrales Heiligtum also, eine Art Wallfahrtsort? Dafür sprechen seltene Schmuckstücke, sogenannte Brakteaten, die hier gefunden worden sind. Das sind aus Gold geprägte Amulette, die die Germanen in der Zeit um 500 hergestellt haben. Und zwar nur an ganz bestimmten Orten, an Orten, die kultische Funktion hatten und darauf abgebildet sind, die Gottheiten der Germanen in unterschiedlichen Darstellungen. Und wir gehen eben davon aus, dass auch solche Brakteaten hier im Raum Sifan hergestellt worden sind.
Doch die Götter sind den Germanen nicht gnädig. Die Sturmfluten steigen, das Überleben wird schwieriger. Im 5. Jahrhundert beginnen die Germanen über die Nordsee zu ziehen. Aufbruch in eine neue, bessere Zukunft. Alte englische Handschriften berichten, wie die Stämme nach England einwandern. Die Römer, die es nicht geschafft hatten, sich in Norddeutschland festzusetzen, geben nun auch Britannien auf. Und gleichzeitig kommen über die Nordsee germanische Stämme wie die Angeln und Sachsen. Germanen kannten Britannien schon, teils als Piraten dorthin gekommen, teils als Söldner im römischen Dienst dorthin gekommen. Und sie haben dann ihre Leute vom sächsischen Festland her, vom nordwestdeutschen Festland her nachgeholt. Ohne den Abzug der Römer, ohne den Zusammenbruch dieser römischen Struktur Britanniens, wäre zumindest diese angelsächsische Invasion nicht so intensiv gekommen und nicht so schnell gekommen. Die Angelsachsen sind zwar erfahrene Bootsbauer, doch ihre Schiffe sind eher Nussschalen. Nicht immer ist die See friedlich. Nicht alle Besatzungen erreichen ihr Ziel. In England prägen die Neuankömmlinge die angelsächsische Kultur, die noch eine große Zukunft vor sich haben wird. Sie gründen Königreiche und schaffen Kunstwerke, wie den berühmten Helm von Sutton Hoo. In Britannien sind die Angelsachsen die neuen Herren im Land. Genetische Untersuchungen haben gezeigt, dass die heutigen Engländer immer noch zur Hälfte das Erbgut der ersten Einwanderer in sich tragen. Was aber geschieht mit der keltischen Bevölkerung, die bis dahin auf den britischen Inseln zu Hause war? Es wird Kriege gegeben haben, es wird Abwanderungen, Verdrängungen gegeben haben. Man könnte sich auch vorstellen, man weiß, dass in der angelsächsischen Zeit der Sklavenhandel von der britischen Insel auf das Festland hinüberblühte. Und man könnte sich auch vorstellen, dass der Nachschub an Sklaven aus der Sphäre der nun mehr oder weniger unterdrückten, unterworfenen Kelten gekommen ist, soweit sie sich nicht zurückgezogen haben in die für sie freien Gebiete. Aber es wird mit Sicherheit auch Vermischungen gegeben haben. Rund 200.000 Angelsachsen kommen damals auf die Insel. So wird geschätzt. Bald werden sie zum Christentum bekehrt. Ein folgenreicher Umbruch. Einige von ihnen gehen jetzt den umgekehrten Weg über die Nordsee. Aus England kommen im 8. Jahrhundert die Missionare der neuen Religion aufs Festland. Winfried, genannt Bonifatius, ist der wichtigste von ihnen. Der englische Geistliche wird zum Apostel der Deutschen. Im ganzen Land errichtet er Bistümer und Klöster, in denen nicht nur gebetet, sondern auch Wissenschaft und Politik betrieben wird. Die Bekehrung der Friesen ist sein besonderes Anliegen. Bonifatius verkündet nicht nur das Christentum, er bereitet auch den Weg für die Macht des neuen fränkischen Herrschers. Karl der Große will die Küstenbewohner unterwerfen. Seine Vision ist ein Reich, in dem das Christentum Staatsreligion ist. Seine Theologen, denken Sie an Bonifatius und andere Missionare hier in unserer Gegend, Bremen, friesisches Küstengebiet, Willehad, waren Angelsachsen und so viele andere auch. Und die haben nun also eine gewaltige Ausstrahlung gehabt, die für einige Generationen so etwas wie kulturelle Überlegenheit begründet hat. Doch am 5. Juni 754 wird Bonifatius von aufgebrachten Friesen in Dockholm ermordet. Erst 50 Jahre später geben die ihren Widerstand gegen Christentum und Frankenherrschaft auf. Und der Schädel des Bonifatius wird bis heute am Ort der Bluttat aufbewahrt. Seit dem 8. Jahrhundert werden die Küsten der Nordsee von den Wikingern bedroht, den gefürchteten Männern aus Skandinavien. Vor allem ihre überlegene Schiffbautechnik macht sie zu Beherrschern der See, bis weit über Mitteleuropa hinaus. Mit diesen Schiffen
konnte man dann endlich gucken, was auf der anderen Seite des Meeres war. So ist es sicherlich Neugier, Abenteuerlust, vielleicht auch Fernweh. Und dann kommen schließlich auch gewisse Erfahrungswerte hinzu. Wenn man gehört hat von anderen, die auch schon unterwegs waren, dass man dort auf dieser einen Insel ein Kloster antreffen konnte, in dem es wunderbare Schätze gab. Ich glaube, dann kam es hinzu, dass man auch gerne sich an den Dingen bereichern wollte, die andere besaßen. Und dann zeigten die Wikinger ihre ganze Brutalität. Es gibt Berichte in den fränkischen Reichsannalen und daraus geht natürlich hervor, dass die Wikinger kräftige Kerls waren, die sofort von Bord ihrer Schiffe sprangen und dann mit lautem Gebrüll mordend durch die Stadt liefen und geplündert haben und dann mit dem, was sie geplündert und gestohlen hatten, wieder an Bord ging und in Windeseile mit ihren Schiffen wieder verschwanden. Das war ja ihre Taktik, das war sozusagen ihre militärische Überlegenheit. Die Zeit der Wikinger geht im 11. Jahrhundert zu Ende. Aber der Kampf der Menschen um das Land an der Küste fängt jetzt erst richtig an. Wenn man die Fluten der Nordsee abwehren könnte, ließe sich die fruchtbare Marsch viel besser nutzen. Aus Bremen, von Bischof Friedrich, kommt im Jahr 1106 der entscheidende Anstoß. Er holt Holländer ins Land. Die kennen sich mit der Eindeichung und Urbarmachung der Marsch gut aus. An Weser und Elbe beginnt die Hollerkolonisation. Die Holländer haben schwere Arbeit vor sich, doch es soll sich für sie lohnen. Sie dürfen die neu gewonnenen Felder behalten. In den Urkunden sind sogar die Namen der Männer überliefert. Sie heißen Arnold, Hico, Helikin, Fordold und Referik. Der Deichbau wird ihre Lebensaufgabe. Bis jetzt waren nur einzelne Siedlungen durch Deiche gesichert worden. Die werden nun nach und nach miteinander verbunden. Doch das Errichten der Deiche ist eine immense Leistung. Wer die Naturgewalt des Meeres besiegen will, muss sein Äußerstes geben. Und fast noch wichtiger, die Zusammenarbeit muss organisiert werden. Die Gemeinschaft muss funktionieren. Jeder, der hier Land hat, muss mit anfassen. Strengstens wird darauf geachtet, dass sich niemand entzieht. Wer seinen Pflichten beim Deichbau nicht nachkommt, dem drohen drakonische Strafen. Bis hin zum Eingedeichtwerden bei lebendigem Leibe. Wenn ein Marschbauer die Mühsal nicht mehr aushält, so kann er allenfalls seine Schaufel in den Deich stecken. Das bedeutet, er ist aller Pflichten ledig. Doch jeder andere kann an seine Stelle treten und auch sein Land übernehmen. Nach dem Ende der Wikinger-Einfälle beginnt die Arbeit. 200 Jahre später, um 1300, ist die erste geschlossene Deichlinie an der Nordsee fertig, der sogenannte Goldene Ring. Die Deiche sind noch viel niedriger als heute, doch der Goldene Ring ist ein großer Fortschritt. Ein neuer Wirtschaftszweig entsteht im Mittelalter, der sich nur am Watt entwickeln konnte, die Gewinnung von Salz aus Torf. Eine ausgeklügelte Technik, die bescheidenen Wohlstand bringt. Wo sich heute das Wattenmeer erstreckt, lagen in alter Zeit ausgedehnte Moore. Immer wieder vom Meerwasser überspült, hat sich der Torf mit Salz angereichert. Die Spuren des Abbaus von Salztorf sind an der friesischen Küste vielerorts noch zu erkennen. Doch man muss Geduld aufbringen, bis man das Salz daraus gewonnen hat. Zwei Hobbyarchäologen führen es mit heutigen Mitteln vor. Zunächst muss der Torf verbrannt werden. Auf diese Weise verschwinden die Bitterstoffe, die das Meersalz sonst ungenießbar machen würden, aus dem Torf. Um Salzlake zu bekommen, wird die Asche, die übrig bleibt, in Wasser aufgelöst. Salzgewinnung war nur hier oben an der Küste möglich und weiter im Binnenland war Salz eine Kostbarkeit, die mit sehr hohem Preis gehandelt wurde. Das Material hatte ein geringes Gewicht, konnte gut transportiert werden.
Und es gibt von der Archäologie her Nachweise, dass Salz hier von der Nordseeküste bis ins Münsterland verhandelt worden ist. Mehrfach wird die Salzlake angereichert und gefiltert. Und schließlich muss das Wasser nur noch verdampfen, bis reines Kochsalz übrig bleibt. In großem Maßstab dauert der ganze Vorgang mehrere Tage. Feinkörnig, kristallin. Der Geschmack, kein Problem. Da würde ich mein Essen mit würzen. Trotz aller Deichbaukunst gibt es an der Nordsee im hohen Mittelalter eine Reihe verheerender Sturmfluten, die den Menschen über Generationen in den Knochen stecken. Land unter. Die Macht des Meeres ist für den Menschen nicht wirklich beherrschbar. 17. Februar 1164. Die Julianenflut fordert an der Küste 20.000 Todesopfer. Der Blanke Hans bricht tief ins Hinterland ein. Der Jadebusen entsteht. Die Bucht zwischen Weser und Dorlat wird sich in den nächsten 350 Jahren durch Naturkatastrophen immer weiter ausdehnen. Überall an der Nordsee geht viel Land verloren. Der Küstenverlauf ändert sich oft mehrfach in einer Lebensspanne. Lange bleibt das Land am Jadebusen den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert. Nordsee, Mordsee. Berühmt-berüchtigt ist vor allem die Grote Mandränke, die zweite Marcellusflut vom 16. Januar 1362. Man schätzt, dass 100.000 Menschen der Flut zum Opfer fielen. Die meisten von ihnen fanden ein nasses Grab unter dem heutigen Watt. Das Drama ist, also wenn es kleine Deiche gewesen sind, die sind gebrochen. Die Deiche waren noch nicht so stark wie heute. Und ja klar, die Leute haben sich auf dem Boden verkrochen. Ja, und man muss dann auch immer sich noch vorstellen, das waren zum größten Teil noch keine Steinhäuser, das waren Erdhäuser. Naja, und wenn das Wasser so ein bisschen an die Erdhäuser herum plätschert, ja, dann kippen sie irgendwie wann mal um. Heute bin ich über Rungholt gefahren. Die Stadt ging unter vor 500 Jahren. Lilienkrons Gedicht hat schon viele veranlasst, die untergegangene Stadt Rungholt zu suchen. So auch den ehemaligen Fischer Helmut Bahnsen aus Pellworm. Auf Schritt und Tritt findet er Spuren der vielen Siedlungen, die mit Rungholt verschwunden sind. Eine kleine Tonscherbe, etwa aus der Zeit vor 1362, das hier noch bewohntes Land war. Bahnsen ist mit dem Watt von klein auf vertraut. Sollen sich die Gelehrten um die genaue Lage Rungholt streiten, er hat längst seine Meinung dazu. Meine Meinung ist, dass das rund um Südfall. Nicht? Und es könnte angehen, vielleicht, wir kriegen das nie zu wissen, dass das Haupt vielleicht noch unter die Hallig liegt. Die Hallig Südfall. Vermutlich hat Rungholt hier gelegen. Pellworm und Nordstrand bildeten damals eine zusammenhängende Insel. Ob die Lage von Rungholt auf den alten Karten stimmt, weiß allerdings niemand genau. Sicher ist nur, in der großen Flut von 1362 haben viele Menschen ihr Leben gelassen. Und auch nach Hunderten von Jahren gibt das Meer immer wieder Überreste der Katastrophe preis. Helmut Bahnsen hat, in Zusammenarbeit mit den Schleswiger Landesarchäologen, über die Jahre seine eigene Sammlung aufgebaut. Ja, da hat man nur Tierknochen, Menschenknochen und dann die ganze Menge Kinderköpfe. Und hier die Kleine hier. Bei dieser hier, also da waren die Unterkiefer, was hier in diesem Schrank ist, das lag in der Trinkwassersisterne und die Köpfe ein Stück weiter längs in den Umrandungsgraben. Man kann hier sehen, bei diesem Kind da, die Milchzähne sind gerade verloren und die anderen Zähne kommen
Und danach kann man immer so ein bisschen erkennen, ob das nun Männchen, Weibchen ist, das kann ich nicht. Stimmzeugen der Flut von 1362. Immer wieder hat sich die Küstenlinie der Nordsee dramatisch verändert und die Menschen mussten sich anpassen. Fluten und absinkende Sedimente ließen die See vordringen. Sandablagerungen und Neulandgewinnung drängten sie wieder zurück. Trotz Blanke Hans. Das Meer nimmt und das Meer gibt. Die Insel Strand ist verschwunden. Vor Husum ist ein ganzer Landstrich untergegangen. Doch Husum, bis zur Grotenmann-Drenke von 1362 eine unbedeutende Siedlung, liegt seitdem an der Küste. Es hat nun Zugang zur weiten Welt. Husum errichtet einen Markt und einen Hafen und wird innerhalb von Jahrzehnten zu einer blühenden Handelsstadt. Es kommt die Zeit der Hafenstädte und der großen Handelshäuser. Beispiel Bremen. Johann Hemeling vertritt eine neue Generation von bremischen Kaufleuten. Er entstammt einem alten Patriziergeschlecht. Bremen ist der Hanse beigetreten, dem Bund von Handelsstädten, der bald über ebenso viel Macht verfügt wie Kaiser und Königreiche. Johann Hemeling wird eine herausragende Rolle spielen. Hemeling tritt in das Licht der dokumentierten Bremer Geschichte aus einer alten Familie raus, also aus einer alten ratseingesessenen Familie. Schon sein Vater war Bürgermeister. Die Mutter stammte auch aus einer wohlhabenden und bekannteren Familie. Er ist der letzte Spross dieser Ehe und auch dieser Familie. Und wir können vermuten, dass er und auch seine Vorfahren hier in Bremen durch Handelsgeschäfte, aber eben auch durch Landbesitz um Bremen zu Wohlstand gekommen sind. Es ist die Zeit, in der die Versorgung der Städte in ganz Nordeuropa von der Hanse abhängt. Gut möglich, dass Johann Hemeling die Welt der Hanse durch Seereisen von Hafen zu Hafen kennengelernt hat. Die Koggen transportieren für damalige Verhältnisse unermessliche Reichtümer. Lebensmittel, Getreide, Butter, Bier, aber auch Luxusgüter wie Wein und Pelze. Und natürlich Geld. Das Leben an Bord der Koggen ist alles andere als bequem und sicher. Der Kampf mit Wind und Wellen kann harte Knochenarbeit sein. Allein die Mannschaft macht sich dabei die Hände schmutzig. Denn körperliche Arbeit ist für einen Patrizier unter seiner Würde. Nur die Gefahren der Seefahrt müssen alle Mann an Bord gemeinsam meistern. Mehr als einmal wird ein falsches Leuchtfeuer gesetzt. Mehr als einmal läuft deshalb ein Schiff auf Grund. Strandräuber machen dann reiche Beute. Alles, was ein gestrandetes Schiff hergibt. Besonders auf den Inseln wird diese Art, von der Nordsee zu leben, für manch einen zur Hauptbeschäftigung. Und sogar die Pastoren ließen sich etwas von der Beute der Strandräuber abgeben. Es gibt für Johann Hemeling und sein Schiff eine weitere Bedrohung: Piraten. Die bekanntesten unter den Seeräubern des 14. Jahrhunderts sind die Vitalienbrüder oder Liekedähler unter ihrem legendären Anführer Klaus Störtebeker. Sie sind in die Nordsee ausgewichen, nachdem sie lange Zeit vor allem die Ostsee unsicher gemacht hatten. Die ostfriesische Nordseeküste führt damals ein weitgehendes Eigenleben. Ein idealer Unterschlupf für Seeräuber und ihresgleichen. Ostfriesland wird von Leuten beherrscht, die sich Hovedlinge, Häuptlinge nennen. Kleine Burgen, von denen nur noch wenige erhalten sind, dienen ihnen als Machtbasis. Die Vitalienbrüder, die an der Nordsee sichere Häfen brauchen, sind den Häuptlingen willkommene Verbündete. Und sie bringen geraubte Luxusgüter an die raue Küste. Johann Hemeling ist inzwischen in Bremen Ratsherr geworden. Die Bedrohung durch Piraten bringt ihn und die anderen hansischen Kaufleute in Zugzwang.
Die Hanse beschließt im Frühjahr 1400, mit einer gewaltigen Kriegsflotte unter Führung Lübecks die Piraten aus Ostfriesland zu vertreiben. Die Bremer sind dafür, vor allem, wenn es sie nicht zu viel kostet. Die Bremer waren eigentlich immer ein wenig zurückhaltend, auch in dem Kampf der Hamburger im Frühjahr des Jahres 1400 gegen die Ostfriesen und gegen die ostfriesischen Vitalienbrüder. Da kamen sie eigentlich erst in Emden angesegelt, als alles schon vorbei war. Einige Seeräuber können aus Ostfriesland entkommen. Klaus Störtebeker flieht nach Helgoland. Doch die Hansestädte haben ihre eigenen Wege, um die Piraten zu finden. Sie hatten selbstverständlich überall ihre Spione und haben aber auch versucht, Briefträger gefangen zu nehmen, die sie vielleicht einmal in Dithmarschen oder sonst irgendwo fanden und die dann mit Foltermethoden dazu gebracht haben, zu verraten, wo sich denn die Vitalienbrüder befanden. Erst nach einer regelrechten Seeschlacht bei Helgoland werden Klaus Störtebeker und seine Mannschaft gefangen genommen. Sie werden nach Hamburg gebracht und schließlich auf dem Grasbrook enthauptet. Vielleicht ist Störtebeker aber auch geflohen. Das wäre dann Grund genug für die Legenden, die sich um ihn ranken. Jedenfalls ist die Nordsee fürs Erste von den Vitalienbrüdern befreit. Johann Hemeling steht auch persönlich im Zenit seines Lebens. Wenig später wird er Bürgermeister von Bremen. Die Hansestädte erleben eine letzte Blütezeit. Bremen dagegen steht erst am Anfang eines steilen Aufstiegs. Die bürgerliche Stadt, die hat um 1400 ganz klar einen ersten Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Die Stadt greift über sich selbst hinaus, versucht auch an der Unterweser ihr Territorium zu erweitern, dort sich festzusetzen mit Burgen, mit festen Mannschaften. Und hier in der Stadt entsteht auch vieles, was zum Teil noch heute zu sehen ist. Also Kirchenbauten, das Rathaus, der Roland. Sehr vieles, was heute noch symbolisch für Bremen steht. Der Roland, Wahrzeichen der Freiheit Bremens und seiner Kaufleute, wird unter Johann Hemeling errichtet. Dass er auch dessen Gesichtszüge trägt, gehört allerdings ins Reich der Legende. Auch das Bremer Rathaus wird unter Hemelings Leitung gebaut. Ebenso wichtige Teile des Doms. Nach erfolgreichen Jahrzehnten als Kaufmann und Politiker stirbt Johann Hemeling 1428 und wird im Bremer Dom beigesetzt. Eine größere Ehrung hätte er sich nicht wünschen können. Das Mittelalter geht zu Ende. Jetzt brechen die Menschen an der Nordsee zu neuen Ufern auf. Oftmals unter Einsatz ihres Lebens.